Ja, moin moin Leute, ihr habt es ja schon gesehen, im Video mit Mac haben wir mal wieder die 1 Million Blutpunkte erreicht und ich hatte ja jetzt im letzten Video gesagt, dass es cool wäre, wenn ihr einfach mal ein paar Fragen sonst stellt und wir dann so ein bisschen hier die Videos dazu nutzen, um auf Fragen einzugehen. Erstmal vorab möchte ich mich auf jeden Fall definitiv bei euch bedanken. Vielen Dank, dass so viele Leute wirklich ihre Frage gepostet haben. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool, das freut mich. Und ich gehe jetzt einfach mal auf eine Sache ein, die ich jetzt hier gerade offen habe. Ich habe nebenbei den, ich habe nebenbei Chrome offen und bin in der Kommentarsektion unter dem Video. Und Craftminer hat hier zum Beispiel geschrieben: Wie ist deine Meinung zu den, in Klammern, teilweise miserablen, Klammer zu, Totem-Placements? Ja, also ich muss ja sagen, die Totem-Mechanik wurde ja erst im Nachhinein eingefügt. Ja, das wissen ja wahrscheinlich die meisten von euch. Die Totems und auch die Totem-Perks, die, also 4 Stück, ja, das Wiegenlied kam natürlich dann später auch mit der Jägerin, aber die eigentlichen 4 Totem-Perks wurden ja mit der Lisa, mit der Hexe eingefügt. Und 3 von diesen Totem-Perks sind Teachable-Perks von ihr. Nervenkitzel, ja, kann man einfach so erlernen. Nöt kann man auch einfach so erlernen. Das wurde ja auch erst später zu einem Totem-Perk umgewandelt. Und jetzt gibt es das Wiegenlied. Also summa summarum, wenn ich das jetzt richtig gerade mal zusammengerechnet habe, gibt es 6 Totem-Perks. Ist das richtig? Ich glaube ja. Gut, also die Maps waren natürlich vor dem Totems so dann schon fertig. Und irgendwann in einem Devstream haben die Devs mal gesagt, oder der Entwickler, der Map-Ersteller, oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt, hat erklärt, dass er versucht hat, die Totems auch auf den alten Maps an möglichst versteckten Stellen zu platzieren. Da hat sich dann mir erstmal direkt die Frage, irgendwie aufgedrängt, wie zum Teufel kommt er bitte auf die Idee, dass ein Totem gut versteckt ist, wenn er es einfach oben auf dem Hügel platziert. Keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon auf den ursprünglichen Maps deutlich schwieriger war, die Totems dann zu verstecken. Und ich finde auch, dass die neueren Maps eigentlich immer besser wurden, was das Totem-Placement angeht. Also die neueren Maps, da ist es teilweise wirklich ein bisschen schwierig schon, die Totems zu finden. Wenn ich mal jetzt so an die Saw-Map zum Beispiel denke, da hat man teilweise schon wirklich arge Probleme, die Totems zu finden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber natürlich finde ich das genauso ärgerlich wie ihr, ja, gerade auf den älteren Maps. Wenn wir mal an Macmillan denken, Macmillan ist auch noch recht dunkel, wenn da das Totem oben auf der, wenn das Totem da oben auf dem Hügel spawnt und, ja, eigentlich nur danach schreit, dass ein Survivor deinen Leuchtturm entdeckt und ihn dann auch dementsprechend zerstört, ist immer wieder frustrierend, finde ich. Okay, also ich denke aber, dass dieses Totem-Placement niemand toll findet. Also ich glaube auch nicht, ich meine klar, die Survivor freuen sich teilweise wahrscheinlich dann darüber, dass sie schnell das Totem gefunden haben. Aber so richtig cool ist es natürlich trotzdem nicht, ne? Ich werde mal eben in den Schrein reingehen. Den haben wir uns auch noch gar nicht angeschaut diese Woche. Es gibt 3 Perks für die Survivor. Städtische Invasion von Nia, Objektebesessenheit von Laurie und Hart im Leben von David. Außerdem Gebietszwang von der Jägerin für die Killer. Also ich finde die Killer, ja, Gebietszwang habe ich glaube ich noch nie wirklich ernsthaft genutzt. Und die 3 Perks hier sind eigentlich gar nicht so schlecht. Objektebesessenheit, wenn man damit umgehen kann, kann es sehr stark sein. Ich kann nicht damit umgehen. Ich spiele zu selten damit. Ich kriege meistens aufs Maul, wenn ich es mitnehme. Städtische Invasion ist eigentlich auch ziemlich nice. Und Hard im Nehmen ist natürlich auch interessant. Zumindest einmal. Meistens wissen dann die Killer beim zweiten Mal, dass ihr das habt. Und werden einfach warten, bis ihr es benutzt habt und euch dann umklatschen. Also meistens holt das euch vielleicht einmal ein bisschen Zeit raus. Und im späteren Verlauf der Runde wird es dann eigentlich immer schwieriger, das effektiv einzusetzen. Okay, weiterhin hat er gesagt, inwiefern sollten die Devs dahingehend vorgehen gegen die miserabel platzierten Totems? Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass sie da vielleicht noch ein bisschen was dran ändern können. Ich kann mir halt vorstellen, dass es auf den alten Maps wirklich schwierig ist, noch eine vernünftige, vernünftige Totem-Platzierungen zu finden. Aber ich finde, dass sie jetzt wirklich auf den neueren Maps das auf jeden Fall schon deutlich besser hinbekommen haben, dass sie da schon die Totems wirklich deutlich besser versteckt haben. Wie gesagt, The Saw Map zum Beispiel oder auch die Größe des Sumpfes zum Beispiel sorgt auch dafür, dass Totems teilweise recht lange durchhalten.
Ich finde aber auch ein großes Problem ist, es ist natürlich so, die Level bei Dead by Daylight sind zufallsgeneriert, aber halt nur in einem bestimmten Maße. Ja, das bedeutet, dass die Sets quasi, die einzelnen Teile der Maps schon immer vorgeneriert sind und es auch nur eine begrenzte Anzahl quasi an Totempositionen gibt. Also es gibt quasi Puzzlestücke, wenn man das so will. Das ist ja, das Spielfeld ist quasi ja aufgeteilt in unterschiedliche Areale, unterschiedliche Quadrate, die dann zufälligerweise angeordnet oder gedreht werden und so weiter. Und dadurch entsteht dann halt die Map. Das bedeutet, die Maps sind natürlich nicht 100% zufallsgeneriert und die Totems werden auch nicht einfach irgendwo zufällig hingepackt, sondern es gibt vorgefertigte Positionen, an denen die Totems halt eben erscheinen können. Und wenn man lange genug gespielt hat, dann kennt man einfach schon enorm viele dieser Totempositionen. Und ich muss sagen, auch auf The Game ist es inzwischen so, dass ich Totems deutlich schneller finde, weil ich halt einfach inzwischen weiß, so, ja, da könnte ein Totem spawnen, da kann kein Totem spawnen. Und ich habe viel zu viele Karten jetzt. Ich krieg so viele gerade irgendwie. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, entweder müssten sie die Anzahl nochmal erhöhen oder, weiß ich nicht. Ja doch, sie müssen die Anzahl erhöhen. Eigentlich gibt es kein Oder. Komplett das random zu machen, das würde wahrscheinlich nur zu Problemen führen. Das würde ich auch nicht begrüßen. Wir wissen alle, was dann passieren könnte. Totems, die man nicht erreichen kann, meinetwegen. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch Positionen, wo bestimmte Gegenstände so nah beieinander stehen, dass das so eine Fat-Shaming-Points werden und man da mit dem Killer zum Beispiel nicht durchkommt. Der Survivor vor dir rennt da aber einfach mal ganz easy durch. Immer wieder schön, macht richtig Laune. Und ja, also sie müssen sich da was einfallen lassen, meiner Meinung nach. Was genau, das wäre dann halt wohl die Frage. Ich switch jetzt mal dann zu den Killern rüber. Geisty drängt sich hier schon auf. Okay, Geisty, dann bekommst du was. Okay. Craftminer schreibt außerdem dann, meine Idee, der Killer sollte das Totem selber platzieren können. Die erste Option zu Beginn des Spiels, wenn du dich an der gewünschten Stelle befindest und das Totem einfach setzt. Also Problem, was ich darin sehen würde, wenn Killer ihre Totems selber setzen, ist zum einen, dass man dann zum Beispiel, also die Frage ist dann, was ist dann mit den Totems? Sind die denn noch gar nicht aktiv sozusagen? Also wenn du jetzt ein Totem platzierst, wird es dann direkt zu einem Fluchtotem? Sagen wir mal, du hast Ruin dabei. Also ich verstehe halt nicht genau, wie du es dir vorstellst. Es ist ein bisschen vage beschrieben. Es wird einfach nur gesagt, er soll das einfach setzen. Angenommen, du hast Ruin dabei, ist der Ruin-Effekt dann überhaupt nicht vorhanden? Müsste ja eigentlich, weil wenn er vorhanden wäre und du das Totem bei dir trägst, hätten die Survivor in diesem Moment noch gar keine Chance, dass Ruin irgendwie weggeht. Das wäre auf jeden Fall sehr schlecht. Was ist zum Beispiel, wenn du mit 4 Totems spielst, dann müsstest du ja, also mit 4 Totem-Perks, dann müsstest du ja erstmal alle 4 Totems setzen, bevor überhaupt der Effekt von allen Totems eintritt. Das bedeutet, was passieren könnte, entweder man braucht auch irgendwie eine Auswahl, welches Totem man wann platziert, weil stell dir vor, du hast Nöd dabei und dann wird Nöd zuerst platziert, oh okay, toll, jetzt ist da einfach so ein Totem, was überhaupt nicht leuchtet. Und was ich noch als Problem sehe, wenn der Killer dann einfach, sagen wir mal wirklich, 4 Totems dabei hat, er hat die aufgezählte Hoffnung dabei, er hat Ruin dabei, er hat Nervenkitzel der Jagd dabei und er hat meinetwegen noch das Wiegenlied der Jägerin dabei. So, diese 4 Totem-Perks und packt die alle in einem Radius von, weiß ich nicht, 5 Metern an eine Position, die am besten irgendwie nur noch, auch noch in der Sackgasse sich befindet, sodass die Survivor nur aus einer oder maximal 2 Richtungen rankommen. Dann kriegen die niemals die Totems weg. Also, ich glaube, die Idee wäre ziemlich schlecht, weil es zum einen halt, wie gesagt, kostet es dem Killer noch zusätzliche Zeit am Anfang der Runde. Die Totem-Perks sind nicht von Anfang an aktiv. Wenn sie von Anfang an aktiv sind, dann haben die Survivor keine Chance, diese Totems zu dem Zeitpunkt zu zerstören, was auf jeden Fall auch nicht klar geht. Und es würde halt dazu führen können, dass die Killer die Totems alle auf einen Haufen packen, zum Beispiel durch Nervenkitzel der Jagd und 4 aktive Totem-Perks, wo du immer eine Benachrichtigung bekommst, glaube ich nicht, dass die Survivors schaffen könnten, die Totems alle zu zerstören. Also die Option fällt weg. Ganz davon zu schweigen, wir kennen die DBD-Community und ich kann euch sagen, wenn die Killer ihre Totems selber platzieren könnten, dann viel Spaß, Survivor, dann werden manche Killer die Teile an Positionen setzen, wo sie sich durch irgendwelche Bugs oder Glitches
gemacht haben, also hochgearbeitet haben. Und dann werdet ihr die nicht zerstören können. Also, diese Option scheidet definitiv für mich aus. Das ist nicht praktikabel in meinen Augen. Das ist keine gute Möglichkeit, um mit den Totems in irgendeiner Form das zu ändern. Die zweite Option, und da schreibt er auch in Klammern besser, du hast bereits eine voreingestellte Position deiner Totems. Das verhindert, dass du durch dein Platzieren die Position verrätst. Da wäre halt auch die Frage, wie du dir das vorstellst. Du hast bereits eine voreingestellte Position deiner Totems. Wie willst du das machen? Soll man dann quasi während einer laufenden Runde irgendwie eine Taste haben, wo man dann sagen kann, ja, hier möchte ich in Zukunft mein Totem platziert haben. Auch da eigentlich genau die gleichen Sachen. Was natürlich rausfällt, ist, dass es Zeit kosten würde am Anfang der Runde oder dass es dass die Survivor keine Chance haben, die Totems zu zerstören. Aber was ist zum Beispiel in der ersten Runde, wo du mal ein Totem mitnimmst oder mitnehmen wollen würdest? Dann musst du erst Position wählen. Oder da wird es dann halt meinetwegen noch random geschehen. Weiterhin bleibt natürlich das Problem, die Survivor könnten die Totems dann an irgendwelche Positionen packen, wo die Survivor nicht hinkommen. Oder auch da dieses Clustering in Anführungsstrichen, ja, wo die Survivor dann wahrscheinlich es sehr schwer haben werden, sämtliche Totems kaputt zu machen, wenn du mit 4 Totem-Perks spielst und die alle auf einem Haufen liegen. Zumal du dann für jede Map, du müsstest ja für jede Map, und es ist ja nicht mal gesagt, dass dieser Teil der Map, der jetzt, wo du gerne dein Totem hättest, auch wirklich auf dieser zufallsgenerierten Map erscheinen wird. Das muss ja nicht mal der Fall sein. Das heißt, du müsstest jede Map mindestens einmal spielen und irgendwie erstmal die Totem-Position einstellen. Es könnte natürlich einen extra Mode geben, wo man das machen kann, aber wenn wir mal überlegen, es gibt, glaube ich, jetzt muss ich mal ganz schnell überschlagen, es gibt 5 Maps von Macmillan, 5 von der Farm, 5 von Autohaven, 2 vom Sumpf. Das sind schon mal 17. Asylum, Institute, Haddonfield, das Sword Chapter, der Wald, die Vorschule. Da sind wir bei 23 Maps, wenn ich das jetzt gerade richtig überschlagen habe. Kommt das hin? 14, ich glaube ja, ne? Also 23 Maps. Du müsstest auf 23 Maps vorgefertigt deine Totemposition wählen. Das ist, glaube ich, nicht praktikabel. Das ist, glaube ich, zu viel Stress. Und dann kann es, wie gesagt, auch noch passieren, dass du gar nicht dieses Teil auf der Map nachher hast, wo du dein Totem gerne platziert hast. Also auch die Möglichkeit, ich meine, ich finde es cool, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast, aber auch die Möglichkeit, mit den Totems zu verfahren, halte ich für nicht ganz so gut. Er hat hier auch noch selber geschrieben, das verhindert, dass du durch dein Platzieren, in Anführungsstrichen, die Position verrätst. Das kommt auch noch dazu, zu Option Nummer 1. Klar, die Survivor könnten dann sehen, wo du hingehst. Wir erleben es ja immer wieder beim Trapper oder auch bei der Hexe. Ja, du wirst von irgendjemandem beobachtet und zack, ist deine Falle weg. Stimmt, daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Das wäre noch ein weiterer Nachteil, wenn du deine Totems selber per Hand platzieren könntest. Die Survivor könnte ich dabei beobachten und zack, ist dein Totem weg. Aber wie gesagt, die anderen Sachen, die denke ich, sind viel schlimmer. Zum einen, wie gesagt, wie wählt man aus, welches Totem platziert wird? Wann müssen die Totems platziert werden? Sonst könnte man natürlich auch die Survivor daran hindern, dass sie Nöt vorsorglich schon zerstört bekommen, indem man halt einfach sagt, okay, ich werde das Nöt-Totem erst platzieren, wenn ihr den letzten Generator macht. Ne, das würde Nöt auf jeden Fall auch nochmal wieder deutlich stärker machen. Aktuell können die Survivor Nöt natürlich frühzeitig aus dem Spiel entfernen und haben definitiv die Chance, Nöt zu umgehen. Die Möglichkeit würde dann, wenn man es selber platzieren darf, auch wegfallen. Okay, ja, ihr seht schon, es ist schwierig. Das mit den Totems ist definitiv schwierig, aber ich bin auf jeden Fall auch eurer Meinung. Das mit den Totempositionen ist auf jeden Fall ziemlich kacke. Ich finde, die Totem-Perks sind eigentlich im Großen und Ganzen dadurch, dass sie komplett aus dem Spiel genommen werden können, allein durch diese Möglichkeit, finde ich, sind die Totem-Perks schon teilweise ziemlich schwach. Also das schwächt sie doch deutlich. Wie könnte man es jetzt machen? Schwierig. Vielleicht könnte man irgendwie die Totem-Perks dahingehend verstärken, dass es gibt ja so viele Totems auf der Map. Aber auch da gibt es schon wieder dann direkt Gegenargumente quasi für. Man könnte es ja so machen, dass wenn man ein Totem zerstört, man irgendwie, ja,
man irgendwie dann, sagen wir mal, jemand hat jetzt nur Ruin dabei. Es gibt 5 Totems, dann ist auf einem dieser Totems Ruin drauf. Sobald das zerstört wird, könnte man es natürlich dann so machen, dass das Ruin dann auf der nächst niedrigeren Stufe, also angenommen, du hast Ruin auf 3, dass dann Ruin auf 2 in eines der verbliebenen Totems geht. Wenn das zerstört wird, geht Ruin auf Stufe 1 in eines der anderen verbliebenen Totems. Nachteil wäre dann wieder, dass die Leute, die gerne mit mehreren Totem-Perks spielen wollen, es deutlich schwerer haben werden, weil entweder müsste die Anzahl der maximalen Totems von 5 angehoben werden, weil allein bei 2 Stück wird es schon nicht ausreichen. Oder man sagt halt, okay, wenn du mit mehreren Totems spielst, dann hast du quasi irgendwo Pech, in Anführungsstrichen. Dann funktioniert das halt nicht so gut, als wenn du nur ein Totem dabei hast. Das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein, die mir irgendwann schon mal so ein bisschen im Kopf rumgeschwert ist. Aber auch die Möglichkeit wird wahrscheinlich einige Schwachstellen haben, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe, aber an die ihr vielleicht jetzt denkt und das dann einfach mal in die Kommentare schreibt. Also, mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ist eure Meinung zu dem Thema, ja? Zum einen, was sagt ihr zu dem Totem-Placements? Findet ihr es auch, dass sie teilweise auf den alten Maps ziemlich schlecht positioniert sind? Seht ihr es auch so ein bisschen so ähnlich wie ich, dass man inzwischen halt selbst auf verwinkelten Maps wie The Game die Totems einigermaßen schnell findet? Ich muss dazu sagen, es ist nicht immer so. Ich habe gestern im Stream zum Beispiel eine Runde gehabt, da haben wir auf Krampf einfach dieses eine Totem von dem Killer nicht gefunden. Ich habe wirklich gesucht im Nachhinein. Wieso startest... Ach so, oh nein, das war doof. Jetzt muss ich mir leider das Dingens hier nehmen. Im Nachhinein wurde mir dann gesagt, ey, Grants, du hast gar nicht unten in dem Badezimmer da. Also, ne, ihr wisst, was mit Badezimmer gemeint ist, denke ich. Du hast gar nicht in diesem Badezimmer danach geschaut. Das heißt, vielleicht war das Totem auch einfach dort in diesem Badezimmer. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, also, ich habe auf The Game jetzt auch schon so ein paar Positionen, wo ich einfach ganz genau weiß, okay, da habe ich schon mal ein Totem gefunden, das kann da spawnen. Und deswegen werde ich da jetzt auch hingehen und gucke einfach, ob es dort ist. Man hat so seine Position, die man abklappern kann. Das heißt, ja, die Totem-Perks sind auf jeden Fall nicht mehr so gut geschützt wie am Anfang, als die Map gerade neu war. 49.000, ich glaube, ich werde kein Level mehr schaffen. Wenn ich das jetzt ausgeben würde, ich noch 41.000. Okay, das muss dann reichen. Sekunde, ich tapp mal eben raus, Leute, weil ich hier mal eben schauen möchte. Also, was andere Leute dazu geschrieben haben, die haben auch gesagt, durch die Selbsteinstellbarposition des Turms wird es nicht sehr lange dauern, dass die Tunnels an unerreichbare Orte gebuggt werden. Genau, das ist auch das, was ich mir gedacht habe. Und die Survivor sich dann tot suchen. Wortwitz. Ja, also es ist schwierig, das mit den Totems. Man muss irgendwie eine neue Möglichkeit finden. Aber es gibt irgendwie, also ich habe zumindest jetzt noch nichts im Kopf, wo ich denke, so, das wäre eine geile Lösung. So sollte man es machen. Ich fände es eigentlich auch cool, wenn du sie selber platzieren könntest, aber ich glaube, es hätte einfach viel zu viele Nachteile für die Survivor. Allein schon, wie gesagt, sagen wir mal jetzt, die Killer wären fair und sie würden Totems niemals an nicht zu erreichende Orte platzieren. Dann gibt es immer noch mehr als genug schwer zu erreichende Orte. Sagen wir zum Beispiel mal, jemand spielt die Hexe. Und es ist eine Macmillan-Map zum Beispiel, ich weiß gerade nicht, welches die Map ist mit dem House of Jukes, wo man die eine Treppe dann hochgehen kann und oben kann man nur rausspringen. Das heißt, du kannst nur die Treppe hochgehen und da oben ist auch manchmal ein Generator. Ich denke, ihr wisst, welche Map ich meine. Warte mal, ich bin doch hier gerade noch in-game. Wenn man da zum Beispiel als Killer hochgeht, die Treppe, als Hexe meinetwegen, und dann platziert man da oben noch eine Falle hin, oder als Trapper auch, du platzierst da eine Falle, sodass du mitbekommst, wenn irgendein Survivor nach da oben gehen wird, dann, wo ist das jetzt? Überlebenden wechseln? Ne, hier, Spielverwaltung, genau. Und zwar meine ich, das nichts, das, doch, das Kohlelager ist es tatsächlich. Habe ich Kohlelager gesagt? Ich glaube, ne? Also, beim Kohlelager, dieses Haus hier. Da kommt man nur über die Treppe hoch. Und dann packst du da oben deine 4 Totems hin, die dann natürlich auch noch immer Bescheid geben, weil du ja Nervenkitzel der Jagd dabei hast, sobald da dran gearbeitet wird. Ich glaube, das wäre unmöglich, als Survivor die Dinger da wegzubekommen. Und wenn du dann wirklich die aufgezählte Hoffnung dabei hast zum Beispiel und Ruin und das Wiegenlied und dann auch noch, Dingens drauf hast, den Nervenkitzel der Jagd, das ist zu viel, glaube ich. Das wäre nicht gut. Und wie gesagt, es wird auch zu viel Zeit des Killers in Anspruch nehmen. Zeit ist in meinen Augen das höchste Gut der Killer.
Sobald irgendwas Zeit kostet als Killer, ist es schlecht für dich. Du musst immer nach Möglichkeit möglichst viel Zeit irgendwie haben, damit die Generatoren nicht gemacht werden. Das heißt, wenn du die Totems platzierst und wenn man dann zum Beispiel sagen wird, okay, du darfst Totems aber nicht im Umkreis von 10 Metern platzieren, dann wäre es auch schon wieder so, ja, dann muss ich erst dahin rennen, dann muss ich dahin rennen, dann wärst du noch mehr eigentlich dafür bestraft, wenn du als Killer mehrere Totem-Perks dabei hast. Nächste Frage, ne, was ist mit Nöd und so weiter. Ich habe jetzt alles schon gesagt, aber ja, ich finde die Ideen nicht gut durchdacht, sagen wir es so. Aber es muss sich was dran ändern. Vielleicht einfach noch mehr Variation, noch mehr Totems und so weiter. Die Maps sind natürlich nicht komplett zufallsgeneriert. Wie gesagt, die Totem-Spawns sind definitiv schon vorgegeben. Vielleicht muss man da noch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Aber das Problem wäre, wenn du jetzt wieder mehr Abwechslung reinbringst, dann kommen vielleicht auch wieder Positionen dazu, wo die überhaupt nicht gut versteckt sind. Es ist schwer. Es ist schwer. Irgendwas muss gemacht werden an den Totems. Wenn du noch eine Idee hast, ja, dann schreib es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt noch so lange über dieses Totem, über diese Totem-Geschichte reden kann. Wenn ihr Fragen habt, ja, auch wenn ihr sie schon unter dem letzten Video gepostet habt, vielleicht hat sie sich ja inzwischen schon von selbst beantwortet, vielleicht haben wir im Stream drüber geredet oder so, möchte ich euch bitten, postet sie einfach nochmal hier unter dieses Video. Ich werde beim nächsten Video dann auch wieder in der Kommentarsektion unter diesem Video schauen. Also, wenn ihr nochmal eine Frage habt, auch gerne die gleiche Frage, auf die ich noch nicht eingegangen bin, dann schreibt sie gerne nochmal hier unter dieses Video, damit ich sie zentral unter einem Video habe. Wenn ihr eine Frage seht, die euch interessiert, dann gebt ihr vielleicht auch ein Like. Da werde ich nächstes Mal einfach nachschauen. Jetzt gerade habe ich mir einfach irgendeine rausgesucht. Ups, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich mir irgendeine rausgesucht und habe ein bisschen über die philosophiert. Meinungen und so weiter gerne in die Kommentare, Leute. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr irgendwas zu meinen Einwänden und so weiter zu sagen habt, dann schreibt es auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare. Ist immer ein bisschen schade, dass es so, es ist schwierig, so eine Diskussion zu machen. Und ich finde, die YouTube-Kommentare sind auch zum Reden teilweise richtig doof, weil das so eine lineare Struktur ist. Man antwortet irgendwie immer nach ganz unten und manchmal antworte ich ganz anderen Leuten, ich klicke auf Antworten bei deren Beitrag, dann kommt mein Beitrag aber ganz unten in die Antwortenliste und dann fühlen sich manchmal andere Leute angesprochen. Also ich finde, die YouTube-Kommentare sind, was das angeht, noch ziemlich schlecht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Okay, gut, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt meine Gedankengänge nachvollziehen und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, schönen Tag euch noch. Macht's gut.